Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und endlich ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Mods Agent of Righteous Might. Ich glaube, ich habe am Ende der letzten Agent of Righteous Might Aufnahme gesagt, na, ich kann jetzt nur eine Folge aufnehmen, macht ja nichts, dann mache ich morgen oder übermorgen halt nochmal direkt eine Aufnahme. Ja, das war jetzt vor 2 Wochen, 3 Wochen, keine Ahnung. Oh, 500 Gold, nice. Ich habe hier wieder gewartet, dass wir hier einen neuen Auftrag bekommen. Ja, und dann kamen 2 Sachen dazwischen. Das eine hieß Dragon Age Inquisition und war neu. Wieso schwebt dieser Köcher eigentlich? Begonnen, wenn der Morgen dämmert. Und zum anderen, und das war der größere Grund, ja, Schule. Aber noch 5 Wochen bis zu den Abi-Prüfungen. Ja. 5 Wochen bis zu den Abi-Prüfungen, dann sollten sie vorbei sein in ungefähr 5 Monate. Ja, 5 Wochen wäre schön. Nein, 5 Monate, dann ist dieses ganze Abiturzeug auch vorbei. Und spätestens... Ew. Spätestens dann sollte wieder alles normal laufen. Aber auch jetzt versuche ich wieder Agent of Righteous Might und Oblivion wieder regelmäßiger zu bringen. Jetzt, wo ich mal die ersten 15 Folgen ungefähr Dragon Age Inquisition rausgebracht habe. Das werde ich jetzt nicht aufhören, natürlich. Aber dass, wenn ich nur dazu komme, ein paar Videos hochzuladen, dass wenn dann das Verhältnis ein bisschen ausgewogener ist, dass dann halt mal zur Not auch mal Dragon Age Inquisition für Skyrim jetzt zum Beispiel ausfällt, anstatt dass dann halt immer Skyrim ausfällt und nur Dragon Age Inquisition ist. Ich habe jetzt vor allem in den ersten Tagen, weil es neu war und alles und mich auch sehr interessiert hat, einen stärkeren Fokus auf Dragon Age Inquisition gelegt. Aber jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen ausgewogener gestalten. Schöner Sonnenaufgang, Untergang. Aufgang da hinten übrigens. So, wir haben 500 Gold bekommen. Das ist schon mal ganz nett. Vor allem bei unserer aktuellen Goldmenge. Aber noch eine Erinnerung. Herr Ritter, ich kann Ihnen versichern, dass die Nachfahren, also ja, die nach der mythischen Morgenröte, keine größeren Bestände von tödlichen Waffen in der Vergangenheit hergestellt haben. Seitdem ihr euch uns angeschlossen habt, hat sich hier ein Mörder eingeschlichen. Es könnte jemanden geben, der euch verdächtigen würde, nach der Aktion kein Wunder. Ihr solltet euch hier viel besser machen, wenn ihr dem Ältesten der mythischen Morgenröte vertrauen würdet. N. Ja, Vertrauen aufbauen wäre vielleicht auch mal ganz gut vorher aufzubauen, bevor man anfängt, die Leute zu meucheln. Aber ich erwähne es ja bloß. Wenn die Quest es so will, dann will die Quest es so hier. Nirtios glaubt, ich sollte das Vertrauen der Ältesten der Nachfahren erlangen. Das ist doch schon mal ein guter Plan. Sprich mit Delamus Erethan. Bin mal gespannt, wie der auf uns zu sprechen ist. Weil wenn wir jetzt schon verdächtig werden und es direkt nach unserem Einstieg einen Mord gab und so... Na, ich weiß nicht, ob er so gut auf uns zu sprechen ist. Huch, da sind die. Truhe? Wie kommen wir zu der Truhe da hinten? Ohne alles in die Luft zu jagen. Vielleicht werden wir es irgendwann einmal erfahren. Ich bin mal gespannt, ob ich den Weg jetzt noch finde, nach dieser längeren Skyrim-Aufnahmepause. Solange wir hier unterwegs sind, kann ich ja noch flugs ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir versuchen es nochmal mit dem Stream. Jetzt am Donnerstag habe ich endlich mal ein bisschen Zeit. Das heißt, übermorgen von heute, wenn die Folge heute noch rauskommt, übermorgen am 11. Dezember, das ist ein Donnerstag, gibt's ab 18 Uhr wieder einen Stream. Also wen es interessiert, auf twitch.tv/tiberoctum ist auch auf meinem Kanal verlinkt, da beim Logo da oben rechts, wo die Links sind. Der kann da gern mal schauen. Ich mache dann auch nochmal 1 oder 2 Ankündigungsvideos, vielleicht heute schon ein Ankündigungsvideo oder morgen dann auf jeden Fall nochmal kurz vorher, wenn wir anfangen. Ja, ich denke, ich schau mal, ob ich mir von meinen Eltern wieder einen zweiten Monitor leihen kann, dass ich auch wieder Chatüberwachung wieder hinhaut. Ihr braucht etwas? Und dann schaukeln wir das schon. So, wo müssen wir hübsch hin? Jein. Suboptimal. Aber das hier ist richtig. Glaube ich. Ist vielleicht hier hoch?
Nicht unbedingt. Ja. Ja. Haben Sie Ja. schon wieder mit der Orientierung da auf jeden Fall nicht? Können die nicht wenigstens Wegweiser Ja. aufstellen oder so? Das würde das Ganze auch Hier braucht ihr was? vereinfachen. Hier runter geht's noch. Oder kommen wir von hier? Nee, hier ist nur eine weitere Höhle anscheinend, wo sich ein paar Mitglieder häuslich niederlassen. Wenn auch nur mit ein paar Heuhaufen. Ist wirklich gut getroffen, von Anfang an schon so privilegiert behandelt zu werden mit Ausgangsmöglichkeit, gutem richtigen Bett und so. Meine Fresse, wir müssen irgendwie nach da. Ihr braucht etwas? Ja, einen Ja. Wegweiser. Sind wir schon wieder hier? Meine Güte. Das kann doch nicht so schwer sein. So, schauen wir uns das mal genauer an. Wir müssen da hoch. Vielleicht kommen wir rechts hier irgendwo rein. Das wäre vielleicht auch noch eine Hä? Möglichkeit. Was wird gebraucht? Hier nicht. So, das muss man halt ein paar Gänge ausprobieren. Gibt es hier irgendwo rechts noch einen Gang? Hier gäbe es noch einen Gang. Dass wir hier vielleicht irgendwie so. Aber das, na, das sieht hier nicht so aus, als wäre es verbunden. Aber wir könnten hier so vielleicht durch. Je nachdem, wie die Gänge sind, das sieht man auf der lokalen Karte halt so schlecht. Und bis ich mir das hier merke, die Struktur, haben wir schon längst alles ausgelöscht. Da könnt ihr euch aber drauf verlassen. Halt! Moment, waren wir hier nicht gerade schon mal? Wait. Okay, das führt gar nicht dahin, von wo ich gehofft habe, dass es hinführt. Ja. Hier Ja. vielleicht. Das sieht ein bisschen größer aus, der Weg. Es geht nach oben. Jein, jein. Ja, gut, wir können ja mal hier hinschauen, ob sich da irgendein Gang auftut. Ah, schaut mal. Ja, hier geht's durch. Ja, das könnte ich, hätte hier aber auch vom Symbol auch eine Wand sein können. Ach je. Aber. Ja. Huch! Mein Gott, da war so der Pfosten davor, den habe ich gar nicht gesehen. Meister, gibt es noch irgendwas für die Familie zu tun? Every disciple of dawn has his or her moment eventually. But since you are asking this now, there is something you can do. It has been my personal goal to get my hands on one of Lord Dagon's relics. The rumor has it that there is a razor blessed by Lord Dagon himself. Due to my role here, I am unable to travel across Skyrim in its search. If you can find and bring such a relic to me, you will earn my eternal gratitude. Ah, ich erinnere mich. Die sterbliche Inkarnation von Hermeus Moras Stimme. Nun, wir werden die Klinge für euch finden. Questlock hat gesagt, eine Kopie. Ja gut, wir sollten dem wirklich nicht mehr Runes Rasierklinge in die Hand drücken. Erstens, weil es vielleicht nicht so günstig ist, es so jemandem zu geben. Und zweitens, wenn, dann wollen wir sie behalten. Aber wir werden bestimmt schon die Originalklinge natürlich finden. Splendid. By the way, I am sending Helanu to the island north of Winterhold to retrieve the last copy of Xerxes. Tell her to come to Vardin's office immediately. I am sure she will be excited to hear the news. Die haben wissen, wo eine Ausgabe des Mysterium Xarsis ist. Das klingt ungünstig. Ich meine,
meine, mit den richtigen Gaben könnten sie doch dann Mankar Kamorans Paradies oder einen Reboot oder irgendwas ähnliches aufmachen, oder? Nee. Das weiß nicht, ob mir das so gefallen soll. Aber wieso hat er es uns gesagt? Ist das eine Falle? Könnte ich mir gut vorstellen. Hier schreibe eine wichtige Nachricht. Okay, da müssen wir wieder unser Quartier und ganz unauffällig hier mitten des Hauptquartiers eine geheime Nachricht schreiben. Ja. Genau. Du müsste eigentlich hier entlang gehen. Da war ja das... Wo warst du? Moment. Am besten gehe ich denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Wobei, wahrscheinlich ist es dafür schon längst zu spät. Oh. Feldarfs Geheimverstecken. Also geheim sieht es ja nicht aus. Oh Gott, wir haben nur 4 Dietriche. 3 Dietriche habe ich natürlich gemeint. Wir hatten von Anfang an nur 3 Dietriche. Mhm. Puh. Ja, Geheimversteck. Wieso ist es geheim, wenn du da 11 Gold und eine Rüstung reingelegt hast, die es hier sowieso überall gibt? Oh. Seht ihr das? Nee, nee. Das sah im ersten Moment aus wie so eine Geheimtür, aber ist nur Standardtextur. Rechts. Hier entlang nicht. Hier runter oder auf der anderen Seite runter? Nimmt sich hoffentlich nicht. Ah, hier. Okay. Okay. Ja. Ja. Dann ist alles klar, oder? Yep, und jetzt hier rechts den Gang entlang, dann irgendwann links in unsere Kammer. Ich verstehe. Grüße. Diese Architektur. So, hier. Irgendjemand da. Du schläfst, hoffentlich. Oder tust du nur so? Die könnten wir gleich in die Frostfrucht zurückbringen. Was ist mit dir? Nichts. Sollten wir ihr nicht irgendwie Bescheid sagen oder war das was anderes? Hier, frage den Bibliothekar nach dem Messer. Das machen wir vielleicht als erstes. Wo ist denn der Bibliothekar? Erwerbe eine Kopie. Frage den Bibliothekar. Ah, von Mardato, das ist der Händler in der Frostfrucht, wo wir so wie hin müssen. Aber frag den Bibliothekar nach dem Messer, da steht nicht nach der Kopie. Heißt es, gibt uns jetzt einen Hinweis auf die normale Oblivion-Quest und wir können ihm wirklich die echte Klinge geben? Das wäre gleichzeitig interessant, aber gleichzeitig auch voll scheiße. Oder bekommen wir die Klinge dann zurück, wenn wir hier aufräumen? Ich möchte jetzt ungern, dass wir dadurch dieses Artefakt wem aus der Hand geben. Vielleicht meint er auch eine ganz andere Klinge oder so. Schöne Bibliothek. Grüß. Bibliothek, weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. So, wo hat sich... Chemie... Oh, ja. Gut, dass wir das hier gefunden haben. Das nehmen wir alles mit. Zaubertrank des Plünderns. Nice, 500 wert. Allein deshalb schon nice. Und hier noch ein paar raue Wulstlinge. Halt. Sumpfpilzschote. Kennen wir davon schon alles? Ist ein relativ neuer Charakter, na komm schon. Genau, Bergblume, Schmetterlingsflügel, Falkenschnabel. Nom nom nom. Leinentuch. Nom nom nom. Perle. Nom nom. Ich wollte schon immer mal eine Perle fressen. Salz ist der Lehrer. Eigentlich so viel wert, aber was sei's. Sumpfpilzschote. Und Zweiglingssaft. Ja. Au. Hier unten vielleicht. Schlüssel erforderlich. Was auch immer dahinter ist, das hört sich ja nicht so angenehm an. Und ein Verzauberungsraum. Seelensteinfragment. Makelloser Amethyst. Keine schwarzen Seelensteine hier. Ich bin ja maßlos enttäuscht. Aber große Seelensteine noch ein paar. Wenn die jetzt noch respawnen, dann ist das wirklich nice. Entschuldigung. Hier sind Schriftrollen. Dokument.
können wir nehmen. Steht auch irgendwas drin? Sieht jetzt, glaube ich, nicht so aus. Nee. Ist nur so nichts. Oh, wollten wir nicht noch irgendwo Tintenfässer besorgen? Nehme ich jetzt einfach mal mit. Also da oben. Okay. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Na, wer sagt's denn?